Bernd ist Fußballfan und möchte die Spiele aus der Fußball-Bundesliga und der UEFA Champions League live vor dem eigenen Fernseher erleben. Das bekommt er aktuell nur beim Pay-TV-Anbieter Sky. Deshalb will Bernd nun ein Abo von Sky abschließen. Was muss er dabei beachten? Nur Sky überträgt die Spiele der Fußball-Bundesliga und die UEFA Champions League live. Auch sämtliche DFB-Pokalspiele und viele Partien aus der Euroleague und der englischen Premier League werden dort live und in der Zusammenfassung gezeigt. Um die Fußballsender von Sky zu bekommen, kann Bernd einfach ein Abo von Sky zu seinem regulären Fernsehprogramm buchen. Dabei ist es egal, ob er TV über Satellit, Kabel oder die DSL-Leitung empfängt. Nur über DVB-T, also Antennenfernsehen, kann Sky nicht empfangen werden. Das Abonnement bei Sky funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Als Basis dient das Senderpaket Sky Welt mit über 30 Kanälen, auf denen vor allem Serien, Dokumentationen und Cartoons gezeigt werden. Je nach Wunsch kommen dann die Premium-Pakete Bundesliga, Sport und Film hinzu. Sky Bundesliga deckt alle Partien aus der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga ab. Auf Sky Sport laufen die Spiele aus der Champions League, der Euroleague und den anderen europäischen Ligen. Mit Buchung dieser Premium-Pakete kann Bernd die Fußballspiele aber nicht automatisch in HD sehen. Für die gestochen scharfen Bilder muss er zusätzlich die HD-Option buchen. Das Abo bei Sky läuft mindestens ein Jahr lang. Falls Bernd es danach nicht weiter nutzen möchte, muss er rechtzeitig kündigen, und zwar mit einer Kündigungsfrist von 2 Monaten. Neben diesen Jahresabos bietet Sky auch Abonnements mit einer Laufzeit von 2 Jahren an, die dann mit höheren Preisvorteilen verbunden sind. Mehr Informationen zum Thema Fußball bei Sky gibt es auf dslweb.de/sky-bundesliga.